heiliges Kanonenrohr. Hab ich gestern aber viel getrunken. Aber was willst du machen? Die wollen mich ja nicht mehr beim ZDF. Erstmal eine rauchen. Ich hab doch noch irgendwo Kippen. Manometer, mir dreht sich immer noch alles. Verflixt. Haben die mir doch tatsächlich den Strom abgestellt. Ey, Glatze! Besuch ist da! Oh, die Arschgeige meldet sich. Was da draußen wohl los ist? Ah, mein Sozialarbeiter, der Rolf kommt. Na, Mütze, alles fit im Schritt? Na klar, Glatze. Die Polizei sucht einen Mann, der Frauen am Teich belästigt. Werdet nicht was für dich? Nein, das macht doch schon der Mike Krüger. Hast du nicht eine andere Arbeit für mich? Na gut, ich hätte noch was anderes in petto. Komm mal mit und zieh einen Helm auf. Ich sehe aber aus wie von den Village People. Ja, so ähnlich ist auch der Job. Nur statt YMCA ist das eher so in the Navi. Hä? Egal, ich zeig dir erstmal, was es da für Kohle gibt. Mhm. Der Teil ist für dich. Davon kaufst du dir einen neuen Bademantel. Aha. Und der Rest, das sind meine Vermittlungsgebühren. Naja. Klappe, Glatze. Also, du musst einfach nur dich mit dem Herrn Konopka tragen und dann steigst du dem ins Auto. Das gibt einen hübschen Arsch voll Geld. Da fehlt nur noch ein Kunde. Ah, da ist ja schon einer. Na, Jung, beweg mal deinen Poppes schön auf dem Beifahrersitz. Ah, das meinte der Rolf mit. Job für Quereinsteiger. Naja. Ich hab heut Bock auf viel Verkehr. Oh, guck dir mal diese lange Route an. Ey, Glatze, wie war dein erster Arbeitstag als Navigationssystem? Schrecklich. Ich bin gleich an der nächsten Ecke gefeuert worden. Na, vielleicht solltest du dich lieber als Tunnelordner bei der Love Parade bewerben. Dafür musst du nicht wissen, wo es lang geht. Ich weiß genau, wo es lang geht. Nämlich schnurstracks in den Bauwagen, mir schön einen ein bisschen abschalten. Wo ist er denn jetzt? Der war doch hier irgendwo, der Bauwagen. Ach ja, da hinten. Nee, doch nicht. Wo ist er denn jetzt?